Moin, moin, liebe Musikfreunde. Ein neues Book Review steht an. Und zwar Soul Guitar Playing von Frederick Nord. Cooles Buch. Das ist jetzt schon die neue Edition. Es gibt natürlich noch viel, viel neuere. Ich habe das Buch tatsächlich auch nur gebraucht bekommen in der zweiten Ausgabe. Die ist in diesem Fall von 76. Die erste ist von 68. Das Buch gibt es meines Wissens nach nur auf Englisch und bietet so ziemlich eigentlich alles, was man wissen möchte oder wissen muss. Es ist eigentlich ein Buch, um die Basic Techniques zu lernen und Noten zu lernen und dann nachher so die schwierigen Sachen zu lernen. Das ist halt auch irgendwie aufgeteilt, dann erst nur die geraden Noten, dann eine punktierte und Co. Und dann geht es irgendwann in Sechzehntel und Harmonien über, das wollte ich sagen. Genau. Ist aber nicht auf Deutsch eben. Die ersten Strukturen sind relativ simpel, wo man einfach die ersten paar Töne so lernt, einigermaßen mit der Zeit. Und ganz einfach spielen muss, in diesem Fall einfach nur E, 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 H zum Beispiel. Solche Sachen, das sind so kleine Übungen. Damit fängt das Buch an. Steigert sich aber meiner Meinung nach relativ schnell und hat auch zum Beispiel ganze Stücke drin, also so Etüden zum Beispiel, wie hier zu sehen. Die schon dann deutlich schwieriger sind. Und es hat halt keine Tabs, muss man dazu sagen. Und am Ende finden sich dann auch noch Stücke, zum Beispiel das ist jetzt hier ein Minuett von Händel für drei Gitarren, das man hier ganz schön sehen kann. Also wenn man dieses Buch durchgespielt hat und das auch wirklich ehrgeizig gemacht hat und mit viel Motivierung und Motivation. Das rede ich heute nicht wieder. Mit viel Motivation. Dann ist das ein ganz, ganz tolles Buch. Aber ich sag's auch schon mal vorher. Ich finde das Buch ein bisschen trocken. Das hat mir im Studium mein erster Gitarrendozent empfohlen. Weil ich mich vorher immer so ein bisschen geweigert habe, nach Noten Gitarre zu spielen. Aber es hat mir echt viel gebracht. Also nach Noten Gitarre spielen ist kein Problem mehr so. Vorher wollte ich es halt nie, das war immer so ein bisschen langweilig für mich. Jedenfalls, geiles Buch. Ich nutze es gerne zum Unterrichten. Für die kleineren muss man natürlich die englischen Sachen übersetzen. Das geht. Aber da sind auf jeden Fall super gute Übungen drin. Hat ungefähr 250 Seiten. Was es neu kostet, kann ich überhaupt nicht sagen. Weil ich es halt auch gebraucht gekauft habe, weil ich es sonst neu nirgendwo gefunden habe. Ich hatte richtig Glück. Ich habe es gebraucht für 3 Euro bekommen. Was ich finde, für so ein Buch extrem gut ist. Schön sind, dass ich hier teilweise noch so Bleistiftmarkierungen drin habe. Wo dann der vorherige Besitzer reingeschrieben hat, von wegen gespielt am 6.12.1996. So. Da war ich gerade nur 3. Da hat er das Buch schon durchgespielt. Jetzt spiele ich da durch. Genau. Habt ihr selbst Erfahrung mit dem Buch? Schreibt es wie immer in die Kommentare. Ich freue mich über jede Info und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Das war's schon wieder. Hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da. Direkt unter mir könnt ihr den Kanal abonnieren, so verpasst ihr keine Videos mehr. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Viel Spaß und keep on rockin'!